großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV. Das OE24TV Wahlbarometer. Wie schaut die Ausgangslage 12 Monate vor der entscheidenden Wahl aus? Die Umfrage der Woche birgt diesmal echte Sprengkraft. Die FPÖ und Herbert Kickl liegen zwar konstant bei 30%, aber, so die Umfrage, der Plafond ist erreicht, nach oben hin dürfte sich nichts mehr bewegen. Dramatisch hingegen ist die Lage der ÖVP. 20%. Geht es so weiter, könnte sie demnächst sogar auf 19% fallen. Und damit ist der Streit innerhalb der ÖVP garantiert. Überraschend ist, dass die SPÖ konstant bei 24% liegt. Aber der Spitzenkandidat ist deutlich schwächer als die Partei, liegt nur bei 20%. Das ist erstaunlich. Schließlich ist der Frontman ja eigentlich das Markenzeichen einer Partei. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Sie zum Wahlbarometer. Ich begrüße Maria Kauch-Kallert, Ex-Ministerin, Peter Westenthaler, hallo, streitbarer FPÖ-Insider und SPÖ-Grand Seigneur Josef Tschapp. Schöne Vorstellung. Ja, danke vielmals. Aber es ist ja so. Es ist eine hochkarätige Runde. Gleich an Sie die erste Frage. Wie ist die Ausgangslage 12 Monate vor der entscheidenden Wahl zu beurteilen? Wie beurteilen Sie die Sonntagsfrage? Also alles andere als berauschend, kann ich sagen. Kein Grund, übermütig zu werden für die ÖVP, ganz im Gegenteil, sondern eine Aufforderung, hart zu arbeiten in den nächsten Monaten und vor allem es auch zu kommunizieren, weil es ist eine Menge weitergegangen in den letzten 4 Jahren und es ist jetzt das letzte Jahr vor der Wahl und daher glaube ich, dass es wichtig ist für die Regierungsparteien auch aufzuzeigen, und was gelungen ist in einer extrem schwierigen Situation. Das wird niemand abstreiten, dass diese Regierung oder diese Regierungen in dieser Legislaturperiode eine der schwierigsten Situationen vorgefunden haben, die es in den letzten 70 Jahren seit dem Krieg gegeben hat. Und wenn man jetzt von der Nachkriegszeit absieht natürlich, aber die Pandemie, der Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine, jetzt auch dieses Attentat in Tel Aviv oder im Gaza-Streifen und die Vergeltungsaktionen, all das belastet natürlich den Weltfrieden, belastet die Wirtschaft, belastet jeden Einzelnen von uns, weil wir sehen ja vor allem bei der Bedrohung, die die Österreicherinnen und Österreicher empfinden durch den Ukraine-Krieg, dass hier ein sehr hoher Prozentsatz und ein zunehmender Prozentsatz sich bedroht fühlt. Daher würde ich jetzt einmal sagen, die Ausgangslage ist hart, aber es wird besser. Also es zeigt Gott sei Dank, die Inflationsrate geht nach unten, ist noch nicht so, wie wir sie uns wünschen, ist noch nicht dort, wo wir sie gerne hätten, aber die Richtung stimmt. Und die Teuerung belastet natürlich die Menschen und jeder spürt das im Geldbörsel oder sehr viele spüren es im Geldbörsel, das oberste Drittel wahrscheinlich am wenigsten. Und auch das muss man ernst nehmen. Sie haben jetzt viele Fragen angerissen. Bleiben wir aber bei der Sonntagsfrage. 30% für die FPÖ, Herr Westenthaler. Der Plafond nach oben sei erreicht, heißt es. Viel mehr wird da nicht mehr gehen. Es könnte eher so sein, dass man wieder in die 20er zurückkehrt, 29 nächste Woche. Wie bewerten Sie das? Und Naja, wenn ich mir die Zahlen aller anderen Parteien anschaue, dann hätten die schon gern so einen Plafond, weil das sind meilenweit entfernt von dieser 30%-Marke. Es ist nach wie vor, und das schon seit Wochen, ein unglaublich stabile Lage, stabiles Rennen, wenn man so will, mit einer eklatanten Zahl, die ich hier nennen möchte. Und zwar, es war noch nie, dass
die regierende Kanzlerpartei ÖVP mit Nehammer in der Hochrechnung 10 Prozentpunkte hinter der Oppositionspartei FPÖ mit Herbert Kickl gelegen ist. Das hat es noch nie gegeben. Das ist ein Abstand, der ist einzigartig. Ich würde nicht sagen, dass ich würde es nicht prophezeien, dass sowas laut allen Meinungsforschern und Wissenschaftlern auch in einem Jahr nicht aufzuholen sein wird. Aber das ist was anderes. Das ist eine Zukunftsprognose, die ich nicht mache. Auch der Abstand zur SPÖ ist auch gewachsen, nämlich wieder auf 6%. Wir sehen hier keinerlei Duelle. Duellsituationen gibt es nicht, sondern es ist ein wunderbarer Abstand von der FPÖ, der führenden Partei, 6% zur SPÖ und dann wiederum von der SPÖ zur ÖVP 4%. Das heißt, die Positionen sind festgefahren. Die Plafondbildung der FPÖ, naja, so sicher wäre man da nicht, denn es gibt Umfragen von voriger Woche vom Hayek-Institut, die FPÖ bei 32% hat. Auch das gibt es. Wir haben ja 5 große Institute in dem Land, die erheben. Eines davon die Lazarsfeld-Gesellschaft. Aber das ist ein beträchtliches Ergebnis. Und jetzt sage ich noch was. Warum ist das in dieser Woche gerade so gut für die FPÖ und Herbert Kickl? Weil man in dieser Woche wieder einmal versucht hat, nämlich die Vereinten Medien, und da kann ich leider unser Medienhaus auch nicht ausnehmen, mit einem unfassbaren FPÖ-Bashing die Freiheitlichen sozusagen runterzudrücken. Was ist passiert? Es ist in Niederösterreich ein Femizid mit anschließendem Selbstmord, mit einem Suizid passiert. Eine dramatische, eine tragische Situation, die leider viel zu oft in Österreich vorkommt. Und was hat man daraus gemacht? Nur weil beide FPÖ-Sympathisanten und Lokalpolitiker waren, hat man daraus einen FPÖ-Mord auf der Titelseite, leider auch dieser Zeitung von Österreich gemacht und alle anderen auch. Das ist ungefähr so, wie wenn sie jetzt herausstellt, und wahrscheinlich ist es so, dass einer der beiden oder der Täter vor allem auch ein Stammseher von OE24 gewesen wäre. Und irgendwer hätte sich verstiegen zur Titelseite, das ist der OE24-Mord. Also das ist so unfassbar, so unmöglich, einen Mord mit Parteipolitik zu vermischen. Und Gott sei Dank, sieht man in Umfang, ist es nicht nur nicht aufgegangen, sondern es ist eigentlich eine Stabilisierung eingetreten. Und ich bin froh, dass sich die Bevölkerung hier wehrt und nicht für dumm verkaufen lässt. Ich wollte das heute am Anfang einmal sagen, weil mir das wirklich gestört hat, dass man mittlerweile es sogar möglich macht, in so ein dramatisches Ereignis Parteipolitik, wenn es gegen die FPÖ geht, zu mischen. Und ich bin froh, dass das nicht angekommen ist. Ja, trotzdem muss ich da dazu sagen, wer ist ein SPÖ oder ein ÖVP-Politiker? Kein Wort. Wahrscheinlich ist genau alles schon passiert. Wer ist ganz genau? Ist nie gestanden. Ja. Ich kann da ganze Listen von Verbrechen, auch von Lokalpolitikern, SPÖ und ÖVP, ist nie. Da ist immer der Anonymus gewesen. Und das ist schon was, die Leute, ich habe viele Zuschriften bekommen, das kann man nicht machen. Das ist einfach, das kann man nicht vermischen. Politische, was tut es zur Sache, wenn bei einem Mörder das politische Bekenntnis in einer Zeitung geschrieben wird? Noch einmal, das Bekenntnis zu OE24 wird ja auch nicht geschrieben, wenn es so ist, oder zum ORF. Oder, also, es ist absurd. Es war ja nicht nur ein Bekenntnis, und Gott sei Dank, er war eher aktiver Gott sei Dank, Politiker. Ja, Lokalpolitiker. Bei jedem anderen Lokalpolitiker auch nein, gestanden. Also bei dem Bruder eines sehr bekannten ÖVP-Nationalratsabgeordneten, der Steiermark, der als Arzt tätig war und verurteilt worden ist, wegen Grausamkeiten, ist nie in die Partei dabei gestanden. Das habe ich einmal gesagt. Und das wollte ich zu Beginn einmal da sagen, weil mich das zum Würgen bringt, wenn man sowas vermischt, wenn man furchtbare Ereignisse mit Parteipolitik vermischt. Ja, gut, dann haben wir diesen Punkt jetzt abgehandelt. Den Umfragenschlag. Worum ging es da bei diesem Mord? Ein 34-jähriger FPÖ-Lokalpolitiker hat eine 39-jährige Reitstallbesitzerin erschossen und danach Suizid begangen. Das war die Geschichte, die Peter Westenthaler jetzt erwähnt hat. Aber zurück zu der Umfrage. Auffallend ist, die SPÖ liegt konstant bei 24%, 6% hinter der FPÖ und Herbert Kickl. Aber, und das zeigt die Umfrage auch, der Spitzenkandidat, also Andreas Babler, kommt nur auf 20%. Da ist eine echte Diskrepanz von 4%. Eine große Schwankungsbreite gibt es da nicht. Das ist eine stabile Wetterlage, heißt es bei den Umfragen. Warum ist das so, dass die Partei so nach vorne zieht, aber der Kandidat nicht? Zuerst möchte ich mal was vorausschicken. Aus meiner Kindheit kenne ich den Spruch, wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aufs Eis tanzen. Ja, das heißt, Übermut tut selten gut. Und da komme ich zu sprechen auf die Äußerungen von Heinz Buchner in einem Bierzelt, ja, und dabei sein, das Kickl.
wo er gesagt hat, und das ist in einer großen Tageszeitung heute berichtet worden, er werde Journalisten und Islamisten wieder das Benehmen lehren. Ja. Erstens einmal muss ich dazu sagen, ich will mir, glaube ich, Islamisten da mal abschieben und nicht in einem Erziehungsunterricht. Gell, der Babler holt es. Das ist die erste Anmerkung. Der Babler holt es. Das zweite, was heißt das, eine Drohung auf Journalisten, dass die da irgendwie, ja, er fühlt sich schon bedroht, halbert natürlich, weil als Journalist muss er sagen, was heißt das eigentlich? Ja. Und da war aber der Kickl dabei und das schadet der FPÖ. Und das wird auch dem Kickl schaden, weil der Kickl hätte müssen rausgehen und sagen, Herr Buchner, bist du ganz betrost, was erzählst du da eigentlich? Ja, wenn er wirklich Kanzler werden will, dann muss er auch sozusagen in dieser Frage eine klare Position tun. Und dann wird der Herr Buchner gefragt, wieso das er dort überhaupt gesagt hat. Und dann sagt er, naja, es muss einen Tonalitätsunterschied zwischen einer Parteiveranstaltung in einem Bierzelt geben und politischer Sachdiskussion erlaubt sein. Er kann überhaupt sagen, was er will, im Rahmen der Gesetze, da mische ich mich nicht ein. Nur dies, wenn er das sagt, heißt es vor den angsoffenen Typen da im Bierzelt, da kann ich da erzählen, was ich will. Da kann ich ausrasten, da kann ich mich sozusagen verlieren. Ja? Und ansonsten in einer Sache, diesen Reden. Damit will ich nur sagen, diese 30%, die ich da gerade sehe, die können auch runtergehen. Ja, das ist nur ein paar so Auftritte von den FPÖ-Vertretern. Noch ein paar Auftritte. Naja, aber schau, wir reden jetzt einmal gerade über die 30%. Wir reden gerade über die SPÖ. Und wenn die 3% verlieren und die SPÖ 3% gewinnt, sind wir vorne. Also ich meine, man sollte es nicht so erratisch sehen, das Ganze. Wenn, es muss nicht sein, es kann auch anders sein. Alles kann überhaupt anders sein. Ja. Es kann sein, dass die ÖVP sagt, dass er hat aus, die zwar bemüht, aber es ist zu wenig. Und sie setzen den Brunner hin zum Beispiel. Ein Beispiel. Vielleicht haben sie noch richtige... Der Lieblingskandidat, ja, ist Josef Schapp. Ja, weil er das will. Und weil ich weiß in der ÖVP, dass es viele gibt, die das auch wollen. So. Jedenfalls sind das Momentaufnahmen, die wir da beobachten. Und die werden natürlich dann immer eine, als Reaktion dann sein auf das, was sich innenpolitisch tut oder was die Innenpolitik zur Außenpolitik tut. Ja, das muss man nämlich auch noch dazu sagen. Ja, da könnte man dann auch noch länger diskutieren, ob das alles glücklich ist, was diese Regierung außenpolitisch da von sich gegeben hat in letzter Zeit. Aber das, dazu werden wir eh noch kommen. Jedenfalls, ich sehe in der SPÖ jetzt noch eine Momentaufnahme mit Luft nach oben. Das ist ja keine Frage. Und das wird auch am Parteitag wahrscheinlich Berücksichtigung finden, dass man Luft nach oben benötigt. Und dann wird es noch am Parteitag eben den Versuch geben, dann bis zur Nationalratswahl diese Luft oben auch zu konsumieren. Ja, das muss aber da, es war jetzt eine Attacke. Ich weiß nicht warum. Immer dann, wenn der Josef Schapp verzweifelt an die Umfragedaten der SPÖ, weil sie halt nicht wirklich gut sind, immer dann lenkt er ab mit unqualifizierten Attacken auf den politischen Gegner. Diesmal war es halt die FPÖ. Und, auch spannend, ich glaube, da warst du ja lange in keinem Bierzelt mehr, weil das war schon eine Gemeinheit. Jetzt zu sagen, alle, die in der Bierzelt gehen, sind besoffene, das finde ich wirklich arg. Du hast das jetzt gesagt. Der Herr Buchner hat das nicht gesagt. Ja. Du sagst, du unterstellst jedem, der in der Bierzeit geht, dass er besoff ist. Und das, es wird dort gern was getrunken, aber alles Besoffene sind da nicht. Und jetzt sage ich dir Folgendes, lieber Josef Schaub, red einmal darüber, warum es so ist, dass die SPÖ nicht vorkommt und warum es so ist, dass der Herr Babler eigentlich weit hinter den Daten der SPÖ läuft. Wieso sagt der Kickl? Warum ist das so? Weil er die Partei nicht im Griff hat. Heute richtet ihm ein paar Tage vor dem Parteitag der Linzer Bürgermeister eine Nummer, eine große Nummer in der SPÖ, der stärkste Bezirk der SPÖ, nämlich die Linzer Stadt, der Bürgermeister von Linz richtet ihm aus, mit deinem Leitantrag kannst du einpacken, Gebabler, da stimme ich nicht mit, weil das, was hat er gesagt, ökonomischer Unsinn, ökonomisches Unvermögen. Der Linzer Bürgermeister, einer der führenden Sozialdemokraten, richtet seinen Parteiobmann aus, was du da machst, du kennst dich nicht aus, Bürscherl, vertschüss dich mit deinem Leitantrag. Was heißt, was passiert da? Das ist die nächste Spaltung innerhalb der SPÖ. Die Burgenländer kommen, haben sie abgespalten, der Landesparteivorsitzende und Landeshauptmann kommt gar nicht zum Parteitag. Der Bürgermeister Ludwig geht aus dem Vorstand, der wird dort Streichungen bekommen, der kriegt nicht einmal seinen Leitantrag dadurch. Und dann unterstützt wird er nach wie vor, und seit gestern hat sich nichts geändert, von linksextremen Kommunisten, die Antisemitismus frönen in aller Öffentlichkeit. Das bringt immer die ganze Litanei. Nein, weil du ihr nicht attackiert. Du hast attackiert, ohne dass du erklärst, warum es der SPÖ so schlecht geht, attackierst du die Freiwilligen. Ohne einen Grund, weil die sind Erster. Also müssen sie viel richtig machen. Ich würde mir empfehlen, die Baustelle SPÖ mal anzusprechen mit all den Punkten. Das mache ich da eh immer bei jeder Sendung. Aber du bist immer unzufrieden. Na, hoch mal gerne zu, was sagst du zum Babler seine Werte?
Nein, ich sag was anderes. Wenn in einer der Leitung, da kommt durch die Antragsprüfungskommission, ich bin dort Vorsitzender gewesen über Jahre. Ja? Ja. Sonst werden wir sehen. Also wahrscheinlich, glaube ich, rette an die Frage mit Inflation und die ganzen Dinge, die Verfassung, ja, und all diese Dinge. Viel gut. Ich bin auch anderer Meinung. Na schon. Das Ende. Ja. Und ich werde sprechen. Und wir leben in einer demokratischen Partei. Deswegen ist sollte also dieser Leitantrag in dieser Form den Zugang zum Parteitag finden, wird es unterschiedliche Mehrheiten, ja, dazu geben. Aber das ist doch nichts Unnatürliches. Das, ja, ist doch nicht lauter so künstliche Intelligenzfiguren, die immer so tok, 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 tok. Ja. Sondern da geht es einfach darum, dass das halt ein demokratischer Prozess ist. Da gibt es halt anscheinend ein oder zwei Ökonomen, die das in den Leitantrag hineingeschrieben haben. Dann haben sie es halt reingeschrieben. Und dann wird man über das diskutiert. Das ist doch nicht schlimm. Du tust immer, nein, aus dem Ganzen schon so eine Anklage machen. Einen zweiten Antrag auch noch mir Antwort geben. Was ist eigentlich mit dem Antrag zur Aufnahmepflicht von Afghanen, die SPÖ den Antrag stellen wird. Nein, der wird gestellt. Das ist ein Blödsinn. Das ist ein Blödsinn. Also, ich sag da, also der ganze Parteitag ist ein Blödsinn. Nein, der ganze ist ja kein Wunder, weil es ein Faschingsbeginn am 11. November, Faschingsbeginn am Parteitag. Das passt super. Wir zwei sind passt zu den Umfragen. Nicht, zu, wir zwei sind nicht in einem Bierzelt, sondern in einem Fernsehstudio. Na, aber du, ja, daher hast du das Bierzelt beschimpft. Das Bierzelt, wenn ich das sage, ich kann bei der Tonalität. Du warst schon lange in keinem Bierzelt. Ich kann bei der Tonalität durch das sagen, was der Herr Buchner gesagt hat, dann dabei sind, das Kickel. Ja? Ja, in der Tonalität. Was ist so schlecht? Aber so schlecht, wenn du na, sagst, was denn? Na, der sagt auf Deutsch, die Journalisten müssen sozusagen von na, uns was? Erst benehmen lernen. Ja, aber das war ja ein, na, aber das ist doch ein Anlassfall, dass ein ORF-Journalist eingedrungen das ist in einen privaten Booster Freiheitlichen. Und das darf er auch nicht. Da bin ich bei dir. Na bitte. Na, das ja, und das Benehmen das werden wir dem Herrn vom ORF beibringen. Na, das ist doch, das nein, ist doch da notwendig. Da bin ich bei dir, den musst du halt nicht eindringen. So ist es. Aber muss nicht Schwitzkosten. Und schon ist die Aussage bestätigt. Er muss aber nicht wie in der Schule mit dem Schwitzkosten wieder aussehen. Dass wir Islamisten was beibringen müssen, sind wir wohl beide der Meinung. Ja, nein, nicht beibringen. Abschieben. Ja, die doch ein Babler einholen. Abschieben. Der will kein Islamisten. Nein, nein. Babler sagt Aufnahmezentren in Österreich. Nein. Das heißt, alle Islamisten, die über die Grenze kommen. Du unterscheidest zwischen Muslime und Islamisten genauso wie ich und wie der Papst. Nur beim Einkommen kannst du das nicht unterscheiden. Die schauen alle gleich so an Bord. Aber wieso sagst du, man soll beim Hineinkommen das kontrollieren, ob es ein Islamist ist? Nein, das soll man gar nicht einlassen. Da hat doch gestern der Wolfgang Fellner gesagt, sieht man das an der Nase. Man soll niemanden mehr hineinlassen. Schau, der Unterschied ist, während der Kickl und die FPÖ sagen Festung Europa, Festung Österreich, niemand soll hereinkommen, sagt der Herr Babler wortwörtlich, er ist dafür, dass in Österreich Aufnahmezentren gemacht werden. Das bedeutet, dass jeder, der über die österreichische Grenze kommt, hier behandelt wird, sein Asylantrag. Die Freiwilligen sagen, kommt ja nicht in Frage, weil dann haben wir schon im Land die ganzen Terroristen und die ganzen Islamisten. Ich will sie ja nicht nur im Land haben, ich will die ganzen, außerhalb der EU. Ja, aber du, aber nicht der Herr Babler. Nein, aber du bist doch nicht der Parteivorsitzende. Es gibt viele in der SPÖ, die sagen, außerhalb der Europäischen Union, Babler, dort können sie einen Antrag stellen. Babler, und dann werden wir sehen, ob das den Kriterien entspricht oder der Babler will aus ganz Österreich eine Dreiskirchen machen. Und deswegen ist in den Umfang auch so schlecht, weil ihm keiner glaubt. Trotzdem muss ich mich jetzt da einmischen. Also jetzt ein bisschen heftiger. Ja, alles gut. Die Leute gern zu, wenn man stabile Wetterlage ist irgendwie anders und eines zeichnet sich da natürlich schon ab. Die Wahl wird ein Aufeinanderprallen von zwei Parteien bringen im nächsten Jahr. Ja, nicht nur, weil ich möchte mir nicht in die Auseinandersetzung der beiden Herren da einmischen. Die Umfragen sagen das auch. Das lasse ich Ihnen ja gerne, aber wenn wir vom Benehmen nehmen, reden, dann könnte man auch den Herrn Nepp ein bisschen Benehmen beibringen, weil jetzt ist es nicht meine Sache, den Bürgermeister Ludwig, den Bürgermeister Ludwig in Schutz zu nehmen, aber für einen Politiker und für einen Spitzenpolitiker, und das ist der Herr Nepp als FPÖ-Parteiobmann, den Bürgermeister, den Amtierenden als Räuber-Hotzenplotz darzustellen. Also bei euch haben Sie den Humor auch schon geschafft in der ÖVP. Nein, das finde ich nicht lustig. Wir sollten respektvoll miteinander umgehen. Liebe Maria, spiel dich nicht auf als Gouvernante vom Nepp, sondern sag mal was zu deinen Umfragedaten. Ja, ich sage was zu meinen Umfragedaten, weil die beiden Herren haben gestritten. Oder der Peter Westenthaler hat natürlich dem Josef Schaap vorgeworfen, dass der Spitzenkandidat 3% unter der Partei liegt. Skandalös. Ja, aber in den Rohdaten. Ja. Naja, in den Rohdaten nur 3%, 17 und 14. Aber bei der FPÖ liegt der Spitzenkandidat 4% unter
halb der Partei in den Rohdaten. Und bei der ÖVP liegt der Spitzenkandidat 4% über der Partei in den Rohdaten. Darauf darf ich schon einmal kurz eine Sonntagsfrage Rohdaten. Ist das positiv? Nein, das ist ja noch zu wenig. Aber ich meine, weil ihr euch schon darüber streitet und in der Hochrechnung ebenso. Wer also, mehr unter der Partei liegt, ist der völlig blödsinnig. Ja. Naja, du hast angefangen. Das Einzige, was doch zählt, ist die Sonntagsfrage. Und das ist der Punkt. Das wird gehört. Nein, es gibt keine Kanzlerfrage. Nein, weil in Österreich kann der Kanzler nicht gewählt werden, sondern es kann nur eine Partei gewählt werden. Und da ist die FPÖ bei 30% und deine roten 6% dahinter und die schwarzen 10% hinter der FPÖ, erstmals in der Geschichte. Und das bei einem amtierenden Kanzler. Bei nicht so bleiben. Liebe Maria, bevor du da Gouvernante spielst über andere, würde ich mir dir empfehlen, gib mal deinen Nehammer den Gstieß, weil der druckt die Partei runter. Kanzler Nehammer, wird, so viel Zeit. Naja, der ist kein Bundeskanzler für mich, der ist eine Witzfigur. Entschuldigung, der ist doch eine Witzfigur, spätestens seit Burgergate, weil der glaubt da wirklich, auf Englisch heißt Bundeskanzler Burger King. Und seitdem ist er doch nicht mehr ernst zu nehmen. Deswegen rauscht er runter. 12% der ÖVP in den Rotdaten, das hat es überhaupt noch nie gegeben. Das ist doch am gusseisernen Bestand nicht besser. Aber ja, trotzdem. Sie regt sich über den Nepp auf da, das ist ja klar. Trotzdem erwarten wir jetzt einen Konter von Ihrer Seite in Richtung Konter zur eigenen Partei. Weißt du, was Sie sagen müssen? Sie müssen sagen, wenn mit Hotzenplatz und mit anderen Dingen der Bürgermeister lächerlich gemacht wird, dann machen wir uns lächerlich über den Namen Nepp. Dann sagen wir, der kann nie Finanzstadtrat werden, weil das ist ein reiner Nepp. Ja, aber das mache ich nicht. Ich mache es nicht. Über Namen lustig haben die Nazis. Die Nazis haben sich über Namen lustig gemacht. Das passt wieder ins antisemitische Bild ein, die SPÖ. Ich sage nur. Das ist ganz an der Grenze. Nein, das würde ich an deiner Stelle zurücknehmen. Nein, ich nehme gar nichts zurück. Ich sage Namensspielerei stammt aus einer ganz wenn man Hotzenplatz sagt, kann man auch das andere Namen sagen. Nichts. Das ist keine Namensspielerei. Das ist ein Pseudonym. Du machst auch gerne Pseudonyme. Und das ist keine Namensverhunzung. Was du jetzt gemacht hast, ist letztklassig mies und entschuldige dich dafür, dass du mit Nachnamen von Menschen Witze machst. Beim Herrn miese Witze machst. Ja, das ist 30. Witze machst, aus einer ganz dunklen Zeit kommt das. Es ist letztklassig, so kenne ich die gar nicht. Aber natürlich ist die SPÖ schwer nervös vor einem Parteitag, wo sie sich spaltet und bei solchen Umfragen war ich an deiner Stelle nervös. Ja, trotzdem wieder zurück zu den Umfragen. Peter Westenthaler hat zwar gesagt, die Kanzlerfrage als solche stellt sich nicht, aber in den Umfragen wird schon gesehen, wen würden Sie zum Bundeskanzler wählen, wenn man diesen direkt wählen könnte. Also die Frage haben wir gestellt und da fällt natürlich eines auf. Also Herbert Kickl liegt bei 28%, Nehammer liegt bei 23%, also deutlich besser als die ÖVP und Babler. Und das ist auch ein interessanter Wert, liegt bei 20%. Also die Sozialdemokratische Partei liegt deutlich besser als der Kandidat. Und wenn man das überhaupt weiter ausdehnt, diese Frage, da sagen viele, 38% sind es, wir würden keinen dieser Personen direkt zum Kanzler wählen. Niemand von den zur Verfügung stehenden Personen ist für mich wählbar. Warum nur so eine geringe Begeisterung für die Kandidaten? Warum gibt es noch keine massiven Personaldiskussionen? Mehr davon nach einer kurzen Werbepause. Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf UI24TV. Das UI24TV Wahlbarometer. Im ersten Teil der Sendung sprachen wir darüber, wie es momentan in der Parteienlandschaft ausschaut. Und da heißt es, die Lage ist momentan in den Umfragen ziemlich stabil. Die FPÖ liegt bei 30%, die SPÖ und der Andreas Babler bei 24%, die ÖVP bei 20%. Es droht aber für die ÖVP die Gefahr, dass man bei der nächsten Umfrage unter Umständen auf 19%, also unter 20% abrutschen könnte. Auffallend bei diesen Umfragen ist aber, dass 38% der Österreicherinnen und Österreicher sagen, dass
keine der drei Personen für Sie wählbar ist. Es herrscht also keine Begeisterung für den eigenen Kandidaten. In der SPÖ ist es besonders ausgeprägt, weil die Partei liegt bei 24%, Andreas Babler allerdings nur bei 20%. Wie schaut es aus innerhalb der ÖVP? Herr Czapp hat angeregt, dass man möglicherweise vielleicht sogar innerhalb der nächsten 12 Monate den Spitzenkandidaten austauschen könnte. Ja, aber die ÖVP ist die einzige Partei von den drei Parteien, wo der Spitzenkandidat vor der Partei liegt. Und das sollte man immerhin gelten lassen. Ja, auf leider sehr niedrigem Niveau, gar keine Frage. Aber wir hoffen sehr, dass das natürlich in den nächsten 12 Monaten oder 10 Monaten, ja, das verstehe ich, dass du das nicht hoffst. Ja, nicht. Aber wir gehen davon aus, dass man vielleicht in den nächsten 10 Monaten da vieles noch, oder sicher mit in den nächsten 10 Monaten noch vieles wettmachen kann. Ja, aber Sie haben ja angesprochen, Austausch Nehammer hin zu Herrn Mangers-Brunner. Ist das nur so ein reines Rauschen, das Sie irgendwo hören, oder haben Sie da... Wenn Sie mit ÖVPler reden im weitesten Sinn, dann sagen die ganze Zeit, na, wann denn die Luft ausgeht im Kanzler Nehammer, dann kommt meine Frage, und wer wird's dann? Und dann gibt es zwei Gruppen, die einen sagen, hoffentlich kommt er kurz zurück, und andere Gruppen, eine größere, hoffentlich kommt er nicht zurück. Das ist einmal die Situation in der ÖVP. Und dann gibt es welche, die ganz andächtig reinschauen, wann kommt Maximus Brunner, weil der ist Finanzminister, und warum auch nicht, soll er das machen. So, das ist etwas, was die ÖVP entscheiden muss letztendlich. Ich kann nur wiedergeben, was ich heute so höre. Ja. Und ich habe mich noch nie getäuscht bei dem, was ich aus der ÖVP rausgehört habe, immer noch von früher viele kennen, die da sehr offen nachdenken und über das Ganze sprechen. Schau, man muss hier hineindenken. Es ist natürlich eine Tragödie, wenn ich denke, der Franz Vanitzky hat 66% Zustimmung gehabt als aktiver Kanzler. Der hat eine Zustimmung bei bloß 20% als aktiver. 24. Also, ja, 23, 24. Ich meine, das ist natürlich nicht gerade, wie soll man sagen, ein Argument, dass er noch einmal kandidiert bei der nächsten Nationalratswahl. Ich nehme, das ist Sache der ÖVP, die muss überlegen, was für Österreich das Beste ist. Wenn du einen Kanzler hast, der für Österreich nicht das Beste ist, musst du überlegen, ob du nicht einen anderen nimmst. Also so simpel sehe ich das. Ja. Und beim Babler, der ist neu, der muss einmal in diese Rolle hineinwachsen, wobei ich sage, es ist ganz einfach, ja. Du weißt erst, wenn einer Kanzler ist, ob er Kanzler sein kann. Ja, das ist ganz simpel. Ja, und ich vorher schon so, boah, der schaut ja aus wie ein Kanzler. Ja. Oder das ist solche Typen, die ausgehört haben wie ein Kanzler und dann kein Kanzler waren, ohne Namen zu nennen, hat es auch schon gegeben. Ja, also das bringt nichts. Und da, finde ich, muss man eigentlich fair diskutieren. Und in einer Demokratie sollen auch Menschen eine Chance haben, wenn sie glauben, dass sie bestimmte Arbeitsbereiche erfüllen können oder Ämter ausfüllen können. Weil wenn ich von Haus aus schon sage, jeder ist auf Flaschen, ja, was bleibt dann übrig? Ja? Welche Demokratie ist es dann? Ja? Also da, wir sehen in den Umfragewerten, ja, die Zustimmung zur Demokratie ist verbesserungswürdig, und zwar mehr als verbesserungswürdig. Aber du könntest auch vielleicht deinem Kanzlerkandidaten Babler raten, dass er sich ein bisschen mit den Altvorderen der SPÖ auseinandersetzt. Ich meine, gestern hat der Herr Kotbauer dem Herrn Kanzler geschrieben, bitte red's mit uns, wir sind noch aus der Franitzky-Ära, wir verstehen was von genau, Wirtschaft. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn er sich einmal auf die von dir angesprochenen Franitzky-Kotbauers und die Wirtschaftsgranten der früheren SPÖ vielleicht einmal besinnt und sie einmal einlädt zu einem Gespräch und zu einer kleinen Einschulung in Wirtschaftsfragen, damit man nicht so Peinlichkeiten erlebt. Es tut mir leid, ich habe immer geglaubt, er hat schon Kontakt. Ja. Ja. Also er wird das sicherlich freudig aufnehmen, diese Empfehlung. Das hoffe ich. Nehme ich einmal an. Ja. Am liebsten, um zu Kanzler werden. Ja, am liebsten wird ich leider lebt er nicht mehr, aber gerade jetzt bei dem Nahostkonflikt, am liebsten mit dem Bruno Kreis geredet. Der hat das vorgeschlagen, das geahnt, was jetzt eintritt. Ja. Nachdem die Israeli unzählige UNO-Resolutionen für den
für den palästinensischen Staat missachtet haben und so weiter. Und das ist ganz schlecht, was sie dort abspielt. Ja. Sage ich als ein Freund Israels, nicht dieser israelischen Regierung. Das ist eine rechtsextreme Regierung, aber Israels. Ja. Das liegt mir am Herzen. Sagen wir schon bei einer Umfrage, bevor es da mit Israel kommt, ja. Das ist heute überhaupt kein Thema, wollen die leider so eine Diskussion nicht hören. Ich sage Folgendes, da gebe ich jetzt der Maria Rauch-Karl hat völlig recht, wir haben es da mit einem Parteivorsitzenden der SPÖ zu tun, der völlig nackt ist, was Wirtschaftskenntnis anbelangt, was Steuersysteme anbelangt. Er will zwar die Menschen belasten. Das ist die einzige Partei, die von allen Parteien, die neue Steuern und höhere Steuern einführen will. Er kommt mit seinem eigenen Leitantrag bei den eigenen Leuten nicht durch, weil er die Verfassung einschreiben will, das schöne Leben. Ja, also das ist super. Nächstes Mal schreiben wir eine, viel Glück. Oder was nicht, das können wir alles in die Verfassung einschreiben. Ich meine, das ist ja alles nicht mehr ernst zu nehmen. Das ist etwas, was das Zeug zum Faschingsparteitag am 11. November Faschingsbeginn. Im Übrigen ist am 11. November mit Sekunde ist gar nicht Faschingsbeginn, sondern das ist das Einläuten der Narren des Faschings. Super. Also das heißt, da hast du deine Narrenveranstaltung, die den Fasching einleiten, mit solchen Leitanträgen. Und jetzt sage ich, weil wir vorher über den Bürgermeister von Wien geredet haben, den wir, der jetzt Flankenschutz von der Wiener ÖVP bekommt, finde ich ganz klasse. Derjenige, der 2 Millionen Euro für einen Brunnen in Wien auszuschmeißt. Sein Lieblingsthema. Ja, und das ist nicht lustig, weil heute war ich schon wieder dort und habe mit den Leuten dort geredet. 2 Millionen Steuergeld für einen Brunnen beim Fenster auszuschmeißt, in einer Zeit, wo es in Wien zigtausende Familien gibt, die jeden Tag entscheiden müssen zwischen Heizen, Miete zahlen und Essen. Das ist ein Skandal. Ich habe mir das ausgerechnet. Weißt du, was du mit 2 Millionen Euro machen könntest an Steuergeld, der gute Herr Bürgermeister, der Räuber Hotzenplotz, der den Menschen das Geld aus der Tasche zieht? Du könntest mit 2 Millionen Euro könntest du rund 10.000 Familien könntest du 200 Euro schenken, zum Beispiel. Den ärmsten 10.000 Familien. Ja, das wäre etwas. Und könnten sie die wieder mal ein bisschen das Leben leisten. Und es wird da in einen furchtbaren Brunnen eingesteckt, der dort eh nicht lang stehen wird, da sind wir uns eh einig, weil das lässt sich die Bevölkerung nicht gefallen. Und das sind die Punkte, die der Nepp kritisiert. Und das ist auch richtig. Oder wenn der Bürgermeister 5-mal die Mieten jetzt erhöht hat in den letzten 15 Monaten und sie die Mieten nicht mehr leisten können. Wenn er rund 3.500 Euro mehr Belastung nur in Wien, nur für die Wiener Bevölkerung. Und da verteidigst dann du, wenn jemand sagt, das ist der Räuber Hotzenplotz. Das ist ja eine liebevolle Darstellung. Mir fällt da noch ganz was anderes ein. Wenn man den Bürgermeister anschaut, der sich hinsetzt und so wie der Josef Czap jetzt die leider noch auslacht, wenn er das Geld beim Fenster hat. Wir haben eine ernste Situation. Wir haben eine ganz ernste Situation im Land. Wir haben eine soziale Schieflage im Land. Wir haben Armut in dem Land. Und der Herr Bürgermeister stellt sich gemeinsam mit dem Bundespräsidenten hin vor so einen depperten Brunnen und versenkt 2 Millionen Euro in einen Brunnen. Aber und deswegen gehen auch die Umfragen runter. Ja, übrigens auch in Wien. Klären wir jetzt Folgendes. Ja. Ich wollte das gar nicht zur Sprache bringen, aber was du mich da so heute motivierst, ja, weil wir dann manchmal halt aufgeregter miteinander diskutieren. Ich hoffe, wir mögen uns trotzdem. Aber es ist, Ende. Ja, wenn das stimmt, was heute in einer Tageszeitung gestanden ist, dass es Millionen Lebensversicherungsverträge für Kabers und Strache gegeben. Aber das ist doch eine freie Erfindung, ist doch schon längst widerlegt. Dann frage ich mich, kann man die Millionen nicht auch verwenden für diejenigen, die sich die Miete nicht leisten können, die den Strom nicht leisten können, die Heizung nicht zahlen können. Wenn man auf der Ebene hin und wieder zusammenhält, auf der Ebene. Sind aber kein Steuergeld, das da rausgeschmissen worden ist. Trotzdem kann man es zur Verfügung stellen. 2 Millionen Euro für einen geschissenen Brunnen. Was du jetzt sagen lässt, du lässt sagen, natürlich ist er stärker, der auch die SPÖ-Parteiförderung kriegt. Erzähl mir doch nicht. Das ist mit, das gibt's. Erstens einmal stimmt das nicht. Der Kalotto-Gewinn, sondern es war Parteisteuergelder. Du bist der Doktor, weiß ich, oder? Das heißt, du hast gelernt, wie man zitiert. Ich hätte vielleicht Medizin studieren sollen. Dann zitiere aber auch die Dementis, weil das ist, was du machst, ist schon wieder so unlauter. Oder? Du tust immer vorher auch halb zitieren, falsch zitieren, in einen falschen Kausalzusammenhang stellen. Das ist längst widerlegt. Ja. Es ist widerlegt, es hat nie irgendwelche Auszahlungen, okay. Es ist lächerlich. Ja. Dann zitier das aber mit. Ja. Deine billigen Attacken auf der. Es hat wieder deine Twitter-Gemeinde wahrscheinlich gesagt, der Czap ist so schwach, verliert immer gegen Westen. Jetzt muss er heute ein bisschen aufhören, Josef. Ja. Die SPÖ ist das Thema, die Baustelle SPÖ, die SPÖ in Wien, die den Menschen das Geld wegnimmt und sie in Brunnen versenkt und die SPÖ im Bund, der Herr Babler, der sie nicht durchsetzen kann. Wie oft willst du von mir noch hören, dass ich den Brunnen nicht hingestellt hätte? Seriös ist zum Beispiel dein berühmtes Beispiel mit den Wassergebühren in Dreiskirchen. Ja. Das ist eine Belastung von 1 bis 2 Euro pro Monat. Das ist falsch. Nein, das ist richtig. Wie viel Kubikmeter verbraucht der Haushalt? Nein, ich sage dir, wir haben Leute, die
heißt, in meinem Leid, ja, das ausgerechnet, ja, das haben wir geschickt und gesagt, nichts genossen. Der Herr Babler, ich sage es nochmal für alle, hat in Dreiskirchen die Wassergebühren erhöht. Für alle Bürger. Alles richtig. Und je nach Verbrauch zahlst aber du mehr. Aber du machst aus dem eine Größenordnung. Um die 50 Euro, lieber Josef Czapo. Wie waren die nachher mitspielen könnten, die Fülle miserabel, weil es da unten sind. 50 Bürger sind es. Nein, aber 50 Bürger. Er rechnet nur mehr mit Bürgern. Wenn man mit Nehammer Währung macht. 25. Ja, 1 Euro, 1 Euro und dann kriegst du gratis dazu. Nein, nein, Moment. So, jetzt bin ich fertig. Jetzt habe ich alles aufgehört. Und dann kriegst du gratis dazu. Ja, trotzdem muss man jetzt an dieser Stelle, ja, an dieser Stelle schon erwähnen, aufgedeckt hat die Geschichte mit den Brunnen in Wien, Favoriten eigentlich der Peter Wessenthaler in einer Sendung hier bei Aufdecken, der ist ja dort gestanden, der Brunnen. TV. Ja, aber die erste und große Kritik kam, des Bürgermeisters. Kam natürlich von Peter Wessenthaler, das muss man der Vollständigkeit halber sagen. Übrigens wird der Künstler oder die Künstlergruppe, die diesen Brunnen, egal ob er jetzt hässlich ist, grauenhaft ist oder schön oder gut ist, hier auf OE24 demnächst dazu Stellung nehmen, wie viel sie kassiert haben, warum sie den Brunnen gemacht haben. Kennt man allerdings die Fäkalfotos, Bilder, die die machen. Das bringe ich das nächste Mal mit, damit man sieht, was der Wiener Bürgermeister und welche furchtbare Gruppe, die auch Aufträge verteilt, weil das ist ja unfassbar, wo die Scheißbilder und Genitalien verstümmeln. Ja, und also das ist ja alles unfassbar, was diese Gruppe alles macht. Und solche Leute kriegen 2 Millionen von der Stadt Wien. Da kommt das Grausen, da kommt das Speien. Es gibt die Freiheit der Kunst. Wenn es privat finanziert wird, wird es privat finanziert. Wenn es öffentliche Gelder sind, soll ich gleich. Hätte ich es nicht gemacht. Ja. So mehr kann ich dazu. Ich hoffe, dass das bald, wir so lange da reden, bis der Brunnen weg ist. Ja, trotzdem muss man eben dazu sagen, an der Diskussion sieht man eben, die Freiheit der Kunst in Österreich ist durchaus gegeben. Ja, das kann man echt sagen. Es gibt einen Anschluss. Aber zurück zum Wahlbarometer und zu den Umfragen. Dramatisch ist, dass nur noch 22% der Bevölkerung halten die Arbeit und die Zusammenarbeit innerhalb der Regierung für gut. Es herrscht da tiefe Frustration. Ja, da ist ein Dahinschleppen, sagen jene, die befragt werden. Wie könnte man das ändern oder ist das überhaupt noch änderbar in den nächsten 12 Monaten? Ja, ich glaube, die letzten Wochen haben gezeigt, dass doch einiges weitergegangen ist, dass die lange ausstehenden Bestellungen von Positionen, die gegenseitig blockiert wurden, in der Zwischenzeit erfolgt sind, dass einige Gesetze verabschiedet wurden, die durchaus, denen man durchaus nicht zugetraut hat, dass sie in dieser Legislaturperiode noch über die Bühne gehen werden. Also hier hat die Zusammenarbeit in den letzten Wochen eigentlich wieder sehr gut Fahrt aufgenommen nach der Sommerpause. Und das wird sich ja hoffentlich dann auch demnächst widerschlagen in den Umfragen. Ich möchte auch dazu sagen, es gibt ja 5 Institute, wie der Peter Westenthaler angeführt hat, und nicht alle zeigen die gleichen Ergebnisse. Ja, aber trotzdem schaut es so aus, dass mehr als 50% finden, dass die Zusammenarbeit weder stabil noch gut ist und die Regierung an sich wirklich hinterherhinkt in diesem Vertrauensbarometer. 53% bewerten das als ganz schlecht, Herr Westenthaler. Wie sehen Sie das? Naja, es gibt ja die weltweiten Erhebungen. OE24 hat darüber berichtet und da ist mittlerweile die österreichische Bundesregierung die schlechteste der Welt. Kolumbien hat vor 2 Wochen Österreich im Vertrauensindex seiner Bevölkerung überholt. Auch interessant. Wir haben, das kann man objektiv sagen, die schlechteste Regierung der Welt. Die Menschen haben kein Vertrauen und daher ist es auch gut. Und ich begrüße das, dass darüber diskutiert wird, die Wahl vorzuverlegen. Da bin ich erstmals und wahrscheinlich das einzige Mal voll auf der Seite des Bundeskanzlers. Ich hoffe, er kann sie durchsetzen, dass am 9. Juni gleichzeitig EU-Wahlen und Nationalwahlen. Ich glaube, da irrst du, mein Lieber, das ist nichts davon. Das hat er selber gesagt.
Ja, aber wirklich nicht. Wo soll er das gesagt haben? Wo soll er das gesagt haben? In den Medien. Er selber lässt das prüfen, ist bestätigt von ÖVP und Grüne. In welchen Medien? In allen Medien. Ich habe heute extra nach deiner gestrigen Diskussion, sogar in dem Medium. In deiner gestrigen Diskussion, deswegen muss es ja nicht wahrer sein. Ja. Ich darf es aber wünschen, ne? Ja, du darfst das wünschen. Siehst du das? Also ich wünsche mir, weil jeder Tag, wo diese Regierung, jeder Tag früher, wo diese Regierung abgewählt ist, ist ein gewonnener Tag. Und daher bin ich der Meinung, es ist gescheit, wenn man die Wahl vorverlegt, vielleicht sie mit der EU-Wahl zusammenlegt, weil damit erspart man sich einiges. Und dann hat der Wähler die Möglichkeit, ich würde sogar noch eins drauflegen, ich würde die steirische Landtagswahl auch noch am 9. Juni legen, damit die Menschen dreimal die Möglichkeit haben, die ÖVP abzustrafen, weil einmal wird es wenig sein für das, was sie die letzten 4 Jahre an der Menschheit verbrochen hat in dem Land, die Menschen bei Corona wegzusperren, die Menschen in der Inflation alleine zu lassen und keine Deckelung der Preise zu machen und. Da gibt es ja so viele in der Zuwanderung völlig daneben zu liegen. Nach wie vor sickern sie hinein bei uns, die Islamisten. Jeden Tag gibt es Aufgriffe, jeden Tag haben wir Asylanträge und diese Regierung schaut dabei zu, Sicherheitsrisiko. Es ist ja so arg. Jetzt haben wir gehabt, heute, den dritten Tag des Terroranschlages in Wien, furchtbar genug, mit Toten, mit einem furchtbaren Terroranschlag. Und wir wissen, dass dieser Terrorist ein Gefährder war, der am Radar der Behörden war, der auf der Gefährderliste war. Und was wissen wir jetzt, dass wir bis zu 200 Gefährder in Österreich haben und diese Regierung ist nicht imstande, diesen Gefährdern das Handwerk zu legen und sie abzuschieben. Die rennen frei, lustig und munter in Wien herum und können auf Knopfdruck und Anruf sofort als Terroristen agieren und die Regierung schaut dabei zu, na das ist eine Regierung. Puh, und da bin ich, das ist eine Sicherheit, diese Regierung ist ein Sicherheitsrisiko. Und da bin ich froh, dass es bald zu Wahlen kommt und neue Regierungsvarianten zustande kommen. Das Problem ist, jetzt unterscheide ich mich nicht mehr sehr stark von ihm, ich bin mir gerade bemüht, die Unterschiede zwischen ihm und mir ein bisschen herauszuhalten. Aber in der Punkt und in der Kritik, die er da gerade geäußert hat, es ist nur Folgendes. Die Frage ist das Wie. Ja, ich meine, dass wir beide nicht wollen, dass die Islamisten da reinkommen und dann irgendwie darauf warten, bis sie den Auftrag kriegen. Nein, der Babler will keine Islam. Der holt sie alle rein. Du bist jetzt nicht, Entschuldigung, das war jetzt nicht seriös. Babler will niemanden reinholen, der Islamist ist. Einmal. Das schreibst du dir auch, du merkst das nicht. Das ist kein Thema, das war seine ganze Aussage. Nein, das macht er nicht. Aber die Frage ist, zum x-ten Mal, ja, wie kann ich begrenzen diesen Zuwanderungsdruck, weil wir sagen ja Integration vor Zuwanderung und ich behaupte, wir haben die Grenze der Integration erreicht und jetzt müssen wir uns was überlegen, was die Zuwanderung betrifft und das stoppen. So. Außer es gibt da einzelne Wirtschaftsbereiche, wo dringend jemand gebraucht wird, ja, dann kann man ja sektoral schauen, dass da jemand kommt und da in der Wirtschaft engagiert wird. So. Und jetzt müssen wir den Menschen, die teilweise berechtigten Ängste nehmen, dass es da zu einer Zuwanderung kommt, die übrigens über Länder wie Ungarn kommen, ja, der sich durch die Hände und aufgegriffen werden. Ja, und aufgegriffen werden. Das vergesst ihr ja zu sagen, wenn der Peter Westenthaler sagt, werden aufgegriffen, na Gott sei Dank werden sie aufgegriffen. Ja, ist ja gut so. Natürlich. Ist ja gut so. Na, die sollen aber gar nicht reinkommen. Nein, noch besser, sie bleiben in Ungarn. Ja, sie können keine Pushbacks machen. Bleiben das in Nahosten. Nein, ich bin für Pushbacks. Das soll man das an der Grenzkern, die sofort aufgefasst und über die Grenze wieder zurückkommt. Ich sehe das genauso, weil der putzt sich da die Hände in Unschuld, ja, die Pilatus schauen mit Wasser, der Orban. Total versagert der Innenminister. Der Orban. Aber unser Innenminister noch mehr, der es nicht zusammenbringt, die Grenzen zu sichern. Ich bin kein Fan des Innenministers. Da gebe ich dir schon recht. Die Frage ist immer nur, wie er dann die Grenzen zusichert. Noch besser ist, sie kommen gar nicht so weit. Ja. Weil vorher haben wir ein Land, das Mitglied der Europäischen Union ist und wo sich keiner Sorgen machen muss. Ich meine, ich muss nicht gerade dort bleiben, in dem Paprikaland, aber trotzdem sage ich, das ist jedenfalls etwas, wo man die Kritik anzubringen hat. Und da meine ich, müssen wir neben aller Kritik, die wir immer wieder machen, und du weißt, in so vielen Punkten sind wir einer Meinung, wir zwar, aber wir müssen auch das Wie, die Umsetzung, berücksichtigen, weil sonst sagen die Leute vor dem Fernsehen irgendwann einmal, das ist eh klar, ich bin ja total ihrer Meinung, aber was ist, wenn die wirklich was zu reden haben, einmal, wie setzen die das dann auch um? Und die Umsetzung ist das Entscheidende bei all diesen Dingen und da finde ich, das gehört dazu, dass man da auch das beim Namen. Beispiel, darf ich noch schnell ein Beispiel sagen, dann hör ich schon auf. Ja, wenn die jammern, ich habe 72%, die sagen, die Inflation ist zu hoch, dann frage ich mich, wieso keiner in der Regierung imstande ist, einzugreifen in den Markt, einzugreifen bei der Preisbildung, einzugreifen und zu deckeln zu setzen. Warum machen sie das nicht? Sie sagen, na, mir ist lieber, es gibt die Inflation, da hat der Finanzminister mehr an Steuergeldern, da kann er unter Umständen mehr machen. Und im Übrigen ist es für uns eine ideologische Frage, der Markt muss frei sein. Der Markt versagt und wenn der Markt versagt, ist es der
ÖVP und den Grünen anscheinend wurscht. Und das ist das Problem. Und leiden tut die Bevölkerung. Die, die jetzt zuschauen, leiden drunter, wenn er wieder vor sich sieht, die Abrechnung für die Heizung, die Miete, was auch immer. Dann werden sie einkaufen, haben sie nur die Hälfte einkauft, weil nicht mehr geht. Und der Mittelstand fürchtet, dass er absinkt und dass er da sozusagen runtersackt. Und da, finde ich, muss man auf den Putz hauen. Aber auch sagen, wie. Das Wie ist entscheidend. Ja, das ist, der Chab hat das angesprochen, das führende Thema in allen Umfragen ist einerseits die Vertrauenswürdigkeit der Parteien. Und da zeigen die Umfragen, dass es bei eigentlich keiner einzigen Partei wirklich ein hoher Wert da ist. Bei der FPÖ sind es 23%, bei der SPÖ 22%, bei der ÖVP 20%, bei den Grünen 20%, bei den Neos 17%. Und noch etwas zu Ungarn, ein paar Zahlen dazu. Ungarn hatte im vergangenen Jahr insgesamt 40 Asylanträge, Österreich 120.000. Das sind die Unterschiede. Und ich gebe jetzt ab in die Werbung. Und nach der Werbepause sprechen wir über die Zukunftsangst der Österreicher und wie sich diese in den Umfragen ausdrückt. Fellner Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Auf OE24TV. Das OE24TV Wahlbarometer. Im zweiten Teil der Sendung sprachen wir darüber, wie zufrieden sind die Österreicher eigentlich mit der Arbeit der Bundesregierung. Und da schaut es ja eher dramatisch aus. Also 53% der Befragten, immerhin wurden 2000 Personen befragt, sagen, eher schlecht ist die Zusammenarbeit der Bundesregierung und nur 22% finden, dass gute Arbeit geleistet wird. Weil wir auch darüber gesprochen haben, über die Zuwanderung, da stellten wir auch die Frage, wie sieht es eigentlich aus mit der österreichischen Demokratie? Bei vielen Demonstrationen in den vergangenen Tagen hat man gemerkt, dass viele, die zugewandert sind, mit unseren demokratischen Werten nicht so viel anfangen können. In den Umfragen sieht das so aus. 43% sagen, wir sind zufrieden mit der Demokratie in Österreich. 24% sind unzufrieden und 24% sind zufrieden. 33% finden, das ist ja okay. Wir sind mittelmäßig zufrieden. Bei der Vertrauensfrage in der Bundesregierung haben wir auch gefragt, wie sehr vertrauen Sie eigentlich Bundeskanzler Karl Nehammer? Das lag der Wert für Nehammer bei 55%, beim Vize Kogler bei 53%. Und hier sehen Sie, dass auch der Bundespräsident, also Alexander Van der Bellen, eigentlich bei der Vertrauenswürdigkeit eingebüßt hat. Er liegt derzeit bei 38%, 43% sind mehr oder weniger nicht so auf der Seite von VDP. Und ja, eine Kernfrage bei all den Umfragen, die wir die vergangene Woche gestellt haben und die Werner Beutelmeier für uns analysiert hat, ist eben, die Frage, wie sieht das Empfinden der Österreicher aus? Nicht nur die Politik wird bewertet, sondern viele Probleme werden angesprochen. So sagen eben 72%, und das ist ein dramatischer Wert, dass die Teuerung das führende Thema in Österreich bleibt. Es bleibt somit die, hier sehen wir das, 72% sagen, die Teuerung ist extrem spürbar und nur 7% sagen, nein, wir spüren das momentan überhaupt nicht mehr und nur 1% sagt, uns betrifft diese Teuerung überhaupt nicht. Also wenn man zurückgeht in die Umfragen, so sind das echte Horrorszenarien und unverändert düster bleiben auch die Zukunftsperspektiven, nur 52% fürchten sich vor einem sozialen Abstieg. Was sagen Sie diesen Leuten, Frau Rauch-Kallert?
dass wir hoffentlich in den nächsten Monaten wieder etwas wettmachen müssen und können. Die Teuerung ist zu spüren, da wir wissen, dass das einerseits aus der Zeit der Pandemie noch kommt, wo also vieles in der Wirtschaft brachgelegen ist. Und wir wissen, dass natürlich vor allem der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Energiekrise und die gestiegenen Energiekosten die größten Treiber beim Anstieg der Inflation waren und in Österreich vor allem sind. Und dass wir gegebenenfalls und hoffentlich mit dem Sinken der Energiepreise, das ist ja in den letzten Monaten immer wieder auf und ab gegangen, auch der Benzinpreis, das hat jeder beim Tanken gespürt, daher ist auch die Zahl nicht verwunderlich. Oder auch beim Einkaufen von Lebensmitteln hat jeder gespürt, dass er für das Gleiche, das er im Korb hat, weitaus mehr bezahlt, als er das noch vor einem Jahr getan hat. Und dass wir mit dem Sinken der Inflationsrate, die ja prognostiziert wird im nächsten Jahr auf zwischen 3-4%, und dann hoffentlich auch stabil bleibt oder noch weiter sinken wird, dass damit auch das Vertrauen und das Spüren der Kosten etwas erträglicher wird. Ja, aber trotzdem brauchen die Menschen in Österreich Perspektiven, positive Nachrichten. Was kommt da von der FPÖ? Dass die FPÖ extrem stark ist bei der Kritik, das wissen wir. Aber was kommt von der Seite in Richtung, was kann man tun gegen die Teuerung für einen Haushalt? Also ich bin weder FPÖ-Mitglied noch FPÖ-Funktionär. Ich bin hier, um Umfragen zu analysieren und das Politische in Innenpolitik zu analysieren. Und ich wege das ab, was auf den Tisch gelegt wird. Und wenn ich mir anschaue, dass, und jetzt bin ich wieder beim Ursprung der Umfrage, eigentlich nur mehr 29% in der Hochrechnung die beiden Regierungsparteien unterstützen, ist das ein Armutszeugnis. Und das ist das Ergebnis all dieser thematischen Umfragen. Wir leben in einer Zeit, wo dieser Regierung nicht mehr getraut wird. Es gibt eine Glaubensvertrauenskrise in der Politik wie noch nie zuvor. Und das ist das Ergebnis einer völlig falschen Politik. Warum? Man hat nicht eingegriffen, was die Teuerung anbelangt. Jetzt kann man wieder schöne Worte machen und sagen, es wird eh runtergehen. Naja, Tatsache ist, dass wir noch immer europaweit im Spitzenfeld mit hausgemachter, in Österreich hausgemachter Inflation liegen. Das hat nichts mit Ukraine zu tun und mit dem internationalen Umfeld. Das ist das Unvermögen von Schwarz und Grün, hier einzugreifen und mit Preisdeckeln, und zwar in allen Bereichen, die Inflation runterzuholen. Und wenn du jetzt von den Energiepreisen sprichst, ich krieg schon wieder, weiß nicht, wie es euch geht, ich krieg schon wieder, mein Mail-Posteingang ist schon wieder voll, offenbar haben wir die nächste Welle der Energieabrechnungen, die gerade gemacht werden. Und es ist mitnichten so, dass die Preise plötzlich runtergehen und die Leute weniger zahlen. Sie müssen nachzahlen und sie sind noch immer im Hochbereich der Tarife von Energiekonzernen. Was hat uns dieser Kanzler versprochen vor dem Sommer? Er hat gesagt, jetzt werden wir denen auf die Schuhe steigen und wenn sie die Preise nicht senken, dass es die Menschen spüren, dann machen wir Gewinnabschöpfung. Bis heute, nicht da. Leeres Versprechen. All die leeren Versprechen, die den Menschen immer dann gegeben werden, wenn sie in besonderer Not sind, die aber nie eingehalten werden. Es gibt heute noch tausende Österreicher, die den Klimabonus 1 nicht bekommen haben. Es gibt zigtausend Österreicher, die Unterstützungsleistungen, die ihnen versprochen worden sind. Mindestrentner, für die armen Kinder die 60 Euro, den Energiebonus 1. Da gibt es ja ganze Listen, die nicht ausbezahlt worden sind. Wir haben es mit einer Regierung zu tun, die nicht nur dagegen nichts macht, sondern die Versprechungen nicht einhält. Und das ist dann die Glaubwürdigkeit. Da geht es dann runter. Wenn sich der Kanzler jedes Monat einmal hinstellt und sagt, jetzt kommt die große Einmalzahlung, nutzt eh nichts, wissen wir eh, weil keine Strukturmaßnahme ist. Aber selbst die Einmalzahlungen, entweder sie verpuffen, weil die nächsten Rechnungen, Haushaltsrechnungen daherkommen, oder sie werden einfach nicht ausbezahlt und sie kommen nicht dorthin, wo sie hinkommen sollen. Also ich muss wirklich sagen, das zeigt sich, ich tue mir da deshalb leicht, weil ja die Umfragen nicht lügen. Jetzt kann man sagen, es gibt da Schwankungsbreite, aber das sind ja Daten, da geht es ja hinauf zu einer Dreiviertelmehrheit, was die Regierung, die negativen Regierungskritiken anbelangt. Und da muss ich sagen,
Ich glaube, diese Regierung ist gescheitert. Sie wird auch nichts mehr zustande bringen die nächsten Wochen und Monate, weil die gar nicht den Radar dafür haben. Die wissen gar nicht, was man machen könnte. Die wissen nicht, wie man die Preise regulieren könnte. Die wissen nicht, wie man den Menschen helfen könnte. Und sie wollen es auch nicht. Und daher muss ich sagen, wird es ein böses Erwachen geben für Nehammer und auch für den Kogler. Der entscheidende Punkt da drinnen der Umfrage ist der, die Menschen haben Angst davor, dass diese Regierung weiter regiert. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Ja. Und wenn ich da drinnen sage, naja, und wie wird das in Zukunft sein, und glauben Sie, werden Sie auf, wird sie besser, die Lebensqualität wird besser, Ihr Lebensstandard, nichts, gar nichts. Ja. Weil Sie sehen, dass diese Regierung zwar sagt, es ist alles zu teuer, ja, aber die Instrumentarien, die sie im nationalen Rahmen vielleicht hätte, nicht einsetzt. Aus welchen Gründen auch immer. So, jetzt höre ich das erste Mal, die Windenergie wird jetzt, glaube ich, zweimal oder dreimal die Preise senken. Wir haben da, wie oft haben wir da, sind wir losgegangen auf die Energiebetreiber und haben gesagt, na hallo, was ist da los? Ja? Und die haben da abkassiert. Salzburg war so ein Paradebeispiel. Ja? So, und wenn sozusagen wir die Einzigen sind, die dann das Ganze so lange Druck machen und so lange sagen, dass sich da was ändern muss und erst mühsam ändert sich was, dann sagen die, dann macht es doch Wahlen. Den einzigen Druck, den wir als Österreicherinnen und Österreicher ausüben können, ist, dass wir euch abwählen, ihr schwarz-grünen Dilettanten. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende. Und das sehe ich aus sämtlichen Punkten da drinnen. Also wenn ich liest, zwar, ich habe so viele Umfragen in meinem Leben schon miterleben können, dürfen, müssen. Ja. Und wenn ich jemals gelesen hätte, 72% der sämtliche Glocken hätten geläutet, Alarmglocken, dass man da mit aller Vehemenz was macht. Ja. Und jetzt ist es unfair, wenn man da vorwirft, den Sozialdemokraten oder den Babler, was soll er tun? Er ist in Opposition. Ja, er ist in Opposition, er kann Stimmung dagegen machen, er kann Vorschläge machen. Mein Gott, es gibt manche, die sagen, ja, schreib's in die Verfassung als Zielbestimmung eine. Dann gibt es andere, die sagen, das ist nicht einklagbar, wozu schreibst du das rein? Tu was anderes, schau, dass du endlich die Wahlen gewinnst, dass du in die Regierung kommst und dass das dann alles so ist, wie es sein soll für die Menschen. Ja. Zweiteres ist mein Weg sozusagen. Ja. Und da, glaube ich, ist etwas, wo man aber auch zusammenarbeiten müsste, dort, wo es Übereinstimmungen gibt, mit den anderen Parteien, die ähnliche Ziele haben. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, alles, was die Blauen sagen, ist ein Blödsinn. Das habe ich noch nie gesagt, Arina. Da bist du mein Zeuge. Ja. Also es gibt Dinge, wo ich der Meinung bin, das sollte man überlegen oder das kann man auch aufgreifen. Und dann gibt es solche Sachen, da sage ich, nein, das ist nicht okay, das machen wir aber nicht. Ja. Auch was die Regierung betrifft. Es ist nicht, ich meine, ich habe immer gesagt, Einmal ist besser, was zahlen, besser als nichts. Ja? Aber nur davon hat niemand was. Der kriegt die Einmalzahlung, sagt danke und es ist trotzdem geht's weiter. Aber zum Beispiel die Familienbeihilfe ist valorisiert worden. Ja, das ist okay. Keinen Regierungen ist okay. Bisher ist okay. Gelungen. Und das heißt, sie steigt jeweils mit der Inflation. Ich habe keine Hemmung zu sagen, mit der kalten Progression, da gibt es solche, die sagen, das hätte man ein bisschen gescheiter machen können, ausgewogener, besser verteilt, ist egal. Grundsätzlich das einmal anzurühren, in dem Umfang, ja, hat was. Es schränkt zwar den Handlungsspielraum des Finanzministers empfindlich ein, aber es ist zumindest einmal, das macht dann Sinn. Das kann man nachdenken, ja, oder kann man zustimmen, was auch immer. Ja. Also ich finde nur, man muss da differenzierter an die Sache herangehen, weil am Ende des Tages ist die Frage zu beantworten, was nützt den Österreicherinnen und Österreichern? Und wenn man das schafft, wird das Vertrauen wieder größer. Aber wenn man sich gegenseitig beschimpft und sagt, das sind alles nur lauter Vollidioten, das glaube ich ist nicht gut. Trotzdem nur mal kurz zu den Umfragen. Also da sagen die Leute, ob wir unseren Lebensstandard halten können oder nicht. Da sagen nur 40%, dass wir es eher halten können und 52% glauben, dass wir das eher nicht halten können. Und nur 8% sagen, dass wir das ausbauen können. Ja. Die dramatische Folge... Die Regierungsmitglieder. Ja. Und die Lottogewinner. Die dramatische Folge daraus, wir stehen ja kurz vor dem Weihnachtsgeschäft, ist, dass die Leute weniger ausgeben werden. Und auch da haben wir abgefragt, wie wirkt sich die Teuerung auf ihr Ausgabeverhalten aus. Da sagen 54%, ich werde weniger Geld ausgeben und nur 9% sagen, ich werde mehr Geld ausgeben und 34% sagen, ich werde gleich viel Geld ausgeben. Und so viel zu kaufen. Ja, und das ist eben das, was den Optimismus in diesem Land drückt. Und
Da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Wir haben gefragt, wie sehen Sie die nächsten 12 Monate, also bis hin zur Wahl? Und da sagen wir, sind 29%, wir sind optimistisch, 48% sagen eher pessimistisch und 23% meinen, das ist ja, die Abwahlprognose für die Regierung. So, ja, genau. Das hängt natürlich wiederum zusammen mit der Solidarität in dem Land. An sich war Österreich immer ein extrem solidarisches Land, gutes Land mit guten Menschen drin. Jetzt schaut es aber so aus, dass viele finden, konkret 54% finden, dass der Zusammenhalt in Österreich im Vergleich zum Vorjahr, ja, eher schlechter geworden ist. Abschließend die Frage, wir brauchen Optimismus, wir brauchen Zuversicht. Wie könnte man diese Zuversicht den Leuten einimpfen, Frau Kallert? Wenn ich das wüsste, bräuchte ich die Glaskugel. Es ist Halloween schon vorbei, schaffe ich jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, man kann es nur mit harter Arbeit und mit intensiver, guter Kommunikation und guten Werten. Und die guten Werte, auf die kann man nur hoffen, aber Österreich ist ja nicht isoliert in der Welt, sondern Österreich ist in der Europäischen Union, ist in Europa, ist weltweit vernetzt und kann natürlich auch nicht in seinem kleinen Land alles anders machen als alle anderen. So gesehen ist Österreich relativ gut durch die Krise gekommen. Ich sage immer, nicht optimal, Gott bewahre, aber relativ gut durch die Krise gekommen. Und das anerkennen die Leute auch. Wenn sie die Gespräche oder die Interviews vom Nationalfeiertag gesehen haben, wo Bürgerinnen und Bürger interviewt worden sind, da war doch eine Stimmung, wo die Leute gesagt haben, sie sind froh, dass sie in Österreich leben, sie sind dankbar, dass sie in Österreich leben. Österreich ist ein sicheres Land und wir liegen immerhin auch weltweit gesehen nicht unter den schlechtesten. Ich glaube, das sollten wir auch anerkennen und weiter hart arbeiten, damit es wieder besser wird. Aber ein Punkt, Herr Westenthaler, ist eben auch die Zuwanderung. Das haben wir auch abgefragt. Wie bewerten Sie die Zuwanderung bzw. Migration nach Österreich? Da sagen 53% negativ und 19% sagen nur, da haben wir positiv gearbeitet und lediglich 29% verhalten sich in dieser Frage neutral. Drückt das auch auf die Stimmung, die ewige Diskussion um die Zuwanderung? Ja, weil es ein ungelöstes Problem ist und die regierenden Parteien und auch nicht die SPÖ hier keine Lösungsvorschläge geben. Dieser Wert korreliert mit den 30% von Kickels FPÖ, weil das ist die einzige Partei, die ganz klipp und klar sagt, runter mit den Jalousien, Festung Österreich, keiner darf mehr herein. Das sagt keine andere Partei. Keine andere Partei sagt das. Und wenn ich jetzt mir dieses Chart anschaue, dann hat er recht. Es ist so. Wir dürfen uns hier nicht mehr unterkriegen lassen, so wie das in den letzten Jahren waren. Wir werden heuer wieder 70.000, 80.000 neue hereinholen. Aber ich möchte aufs Generelle gehen. Schau, das Problem ist bei all diesen Daten und bei den wirtschaftlichen, wo die Menschen sagen, sie sind pessimistisch, sie werden weniger ausgeben. Es geht ihnen nicht gut. Und da kommt der Bundeskanzler Nehammer um die Ecken und sein einziges Mantra und sein einziges Argument dagegen ist, ihr habt ja eh eine gute Kaufkraft, die haben wir ja gesteigert. Ihr habt ja so eine tolle Kaufkraft, ihr könnt euch doch eh alles leisten. Und das ist, wie wenn man den Menschen ins Gesicht schlägt. Die Stimmung im Land ist eine andere, als sie die ÖVP wahrnimmt und als sie die ÖVP gedenkt. Ja, das sind vielleicht die 1%, denen die Teuerung nicht wehtut. Das sind wahrscheinlich Nehammers Regierungsmitglieder und Familien. Die haben mit 24.000 Euro im Monat überhaupt kein Problem, was die Inflation anbelangt. Aber den meisten Menschen geht es schlecht. Was ist die Hoffnung? Die Hoffnung steht unmittelbar bevor, wenn man so will. Die Hoffnung sind Neuwahlen und die Menschen sehnen sich diese Wahlen herbei. Es gab noch nie so eine Wendestimmung, nicht einmal in den 1999er Jahren, wo es auch eine große Wendestimmung gab. Aber sowas wie jetzt, so ein Rutsch, der durch die Bevölkerung geht, wo jeder eigentlich jeden Tag sich wünscht, endlich diese Neuwahlen, damit man diese Regierung in die Wüste schicken kann und die Hoffnung dann besteht, dass jene Parteien etwas zu sagen haben im Land, die von den Menschen in den Umfragen auch unterstützt werden. Und ich hoffe, dass dann, da sind wir wieder beim Demokratiethema, dass die Demokratie dann auch eingehalten wird und dass jene Parteien, die von den Menschen unterstützt werden, eine Koalition bilden
nämlich die Siegerparteien, und dann eine andere Politik in dem Land machen. Das ist eigentlich die Hoffnung, die auch ich habe, die viele Menschen haben. Und dann wird es in dem Land besser geben, wenn Politiker mit Herz am Ruder sind, mit Empathie. Und wieder wissen, wo der Schuh drückt bei den Menschen. Und tatsächlich für die Menschen da sind. Bisher haben wir das nicht erlebt, die letzten 4,5 Jahre. Die nächste Regierung wird es vielleicht besser machen. Genau, da gebe ich mit dem letzten Punkt recht. Das ist, ich bin sehr kritisch bei vielen, was der Babler sagt und macht, aber ich finde genau, aber in dem Punkt, das ist der Babler, der auf die Menschen hört, auf sie zugehört und der diese Empathie ausstreut. Und das ist der Grund, warum er Zweiter ist, sage ich jetzt einmal. Ja, man kann immer noch, also die Partei, immer noch Kritik und Verbesserungen und Luft nach oben und so weiter, aber das ist schon ein Punkt, den man als wichtig und positiv verfolgt. Der zweite Punkt ist Kaufkraftpreise. Jetzt kämpfen gerade die Gewerkschaften um gescheite Löhne. Man muss sie unterstützen. Es ist ganz wichtig, was sie jetzt machen bei den Verhandlungen. Nur das Zweite, was du brauchst, ist, dass die Preise gedrückt werden, dass es Deckeln gibt, dass die Inflation auf die Art runtergedrückt wird. Da gibt es europäische Länder, da hat es mit Obergrenzen, da gibt es welche, die haben bei den Lebensmitteln, und da gibt es Dritte, die machen bei den Heizkosten oder Spritpreisen, überall, ja, nur bei uns nicht. Bei uns, das müssen wir an geheimnisvolle neoliberale Verschwörungen in der ÖVP und auch bei den Grünen, das ist das Beste, ja, dass die Grünen ja auch so unterwegs sind. So, und jetzt kommt die Frage mit der Wendestimmung. Die Frage ist, Wende, ja, das glaube ich auch, das teile ich sogar. Die Frage ist nur, Wende wohin und mit wem und mit welchen Zielen. Und da drinnen hast du einmal auf alle Fälle einmal Kritik und auf alle Fälle haben die Leute Angst, dass die Regierung noch weiter regiert. Das kann man auslesen aus jedem einzelnen Chart, was da liegt. Ja. So, und gerade weil diese Angst besteht, wird die Regierung natürlich keine Neuwahlen machen, weil da können sie sich gleich vom Sessel erheben und sie verschüsseln vom Ballhausplatz. Also daher werden sie das weitermachen und daher wird die Niederlage für sie noch deutlicher sein. Also ich glaube, Wende, ja, und du hoffst auf deine Wende, ich hoffe auf meine Wende. Ich sehe schon die Koalition heranreifen, die neue. Ja, das habe ich nicht gesagt. Das wird beim Kommunisten nicht spielen. Trotzdem zum Abschluss dieser Diskussion, dieses Wahlbarometers, noch ein Wert, der nachdenklich macht. 54% sagen, die Solidarität in Österreich ist inzwischen nicht mehr die wir früher gehabt haben. Also das soziale Netz ist trotzdem ja, positiv. Aber der soziale Klebstoff, und das ist Solidarität, wird dünner. Und das ist ein Trend, der besorgniserregend ist. Stimmt. Trotzdem zum Abschluss dieser Diskussion, Österreich ist ein gutes Land mit sehr guten Menschen drin. Danke vielmals, Frau Rauch-Kallert, für deinen Wahlparameter. Danke Peter Wessenthaler. Bitte. Danke, Josef Czarny.